Jede Farbe, die wir sehen, ist in der Natur zu finden. Pflanzen, Tiere oder Mineralien tragen fast jeden erdenklichen Farbton. Aber welche dieser Farben sieht man in der Natur am seltensten? Zwei Faktoren sind für die Seltenheit von Farben in der Natur verantwortlich: Physik und Evolution. Beginnen wir mit der Physik. Farben entstehen, wenn Wellenlängen des Lichts mit Objekten interagieren. Und die meisten Farben, die man außerhalb eines Bildschirms sieht, wurden auf eine von zwei Arten hergestellt. Bei Farben, die auf Absorption beruhen, werden bestimmte Wellenlängen vom Objekt absorbiert und andere nicht. Das Ergebnis ist eine matte Farbe, die durch die restlichen Lichtwellen erzeugt wird. Die meisten natürlich vorkommenden Farben gehören zu dieser Kategorie, einschließlich der Farben von vielen Früchten und Blumen. Pflanzen sind voller Verbindungen namens Pigmente, die bei der Photosynthese Lichtwellen absorbieren. Mit diesem Prozess wandeln sie Sonnenlicht in Energie um. Verschiedene Pflanzen haben unterschiedliche Pigmente entwickelt, die zu unterschiedlichen Farben führen. Doch Wellenlängen mit höherer Energie werden leichter absorbiert als solche mit niedriger Energie. Und blaues Licht hat einige der energiereichsten Wellenlängen im sichtbaren Spektrum. Es haben sich zahlreiche Pigmente entwickelt, die blaues Licht absorbieren. Einschließlich Chlorophyll, das blaue und rote Wellenlängen absorbiert, um das Grün der Natur zu erzeugen. Grünes Licht ist jedoch immer noch recht energiereich. Und die häufigste Klasse von Pigmenten hat sich so entwickelt, dass sie auch diese Wellenlängen absorbiert. Es gibt über 1100 Arten von Carotinoiden, Pigmente, die hochenergetisches blaues und grünes Licht absorbieren, während das energieärmere rote und gelbe Licht zurückbleibt. Carotinoide sind in den meisten grünen Pflanzen enthalten. Allerdings werden sie nur im Herbst sichtbar, wenn Chlorophyll abgebaut wird, um Energie für den Winter zu sparen. Aber egal, ob sie allein oder Seite an Seite arbeiten, diese Pigmente absorbieren blaues Licht in praktisch allen Pflanzen. Selbst Früchte und Blumen, die blau erscheinen, haben tatsächlich rote oder lila Pigmente und werden nur unter bestimmten chemischen Bedingungen wirklich blau. Also, ist Blau die seltenste Farbe in der Natur? Nicht ganz. Die Absorption ist nur eine der beiden Hauptarten, wie Licht Farbe erzeugt. Bei der zweiten Methode werden einige Wellenlängen verstreut und verstärkt. Sie überwiegen die anderen und bestimmen damit die endgültige Farbe eines Objekts. Diese Strukturfarben treten auf, weil einige Objekte um uns herum aus mikroskopisch kleinen Teilchen bestehen, die Nanostrukturen bilden können, die das sichtbare Licht stören. Diese Feder zum Beispiel enthält keine blauen Pigmente. Aber wenn Licht auf sie fällt, schwingen die Elektronen innerhalb ihrer Nanostruktur mit der gleichen Frequenz wie die Welle. Dies führt dazu, dass die Teilchen eine neue Welle mit der gleichen Frequenz aussenden, was eine Kettenreaktion auslöst, die das blaue Licht verstärkt und streut. Nanostrukturen unterschiedlicher Form und Größe streuen unterschiedliche Wellenlängen, aber sie streuen typischerweise hochenergetische Wellenlängen am leichtesten. Das macht Blau zur häufigsten Strukturfarbe. Niedrigenergetische Wellenlängen wie Rot werden dagegen nur schwach gestreut. Selbst wenn etwas spezifische Nanostrukturen entwickelt, die Rot stark streuen, schwingen diese trotzdem mit anderen Wellenlängen mit und erscheinen nur bei bestimmten Beleuchtungs- und Blickwinkeln rot. Damit haben wir zwei Anwärter auf die seltenste Farbe der Natur: matte Blautöne auf Absorptionsbasis und strukturell schillernde Rottöne. Die strukturellen Rottöne sind von den beiden viel seltener. Nur eine Handvoll Tiere und Gesteine streuen rotes Licht. Und keines von ihnen streut ausschließlich rotes Licht. Aber da Rot und Blau auf eine Weise selten und auf andere Weise häufig sind, sehen wir eigentlich beide Farben recht oft. Welche Farbe entsteht nun am seltensten in strukturellen und absorptionsbasierten Formen? Die Antwort ist Violett. Nicht zu verwechseln mit Lila, was eine Kombination aus rotem und blauem Licht ist. Violett nimmt einen kleinen Teil des sichtbaren Lichtspektrums ein. Es gibt nur wenige Nanostrukturen, die präzise genug sind, um ausschließlich violettes Licht zu streuen. Und violette Wellenlängen sind sogar noch energiereicher als blaue, sodass sie sehr wahrscheinlich von Pigmenten absorbiert werden. Wenn du also jemals die violett schillernden Flügel eines großen Schillerfalters zu Augen bekommst, nimm dir kurz Zeit, um eines der seltensten Naturschauspiele zu würdigen. TED-Ed hat sich zum Ziel gesetzt, möglichst vielen Menschen kostenlos hochwertige Bildungsinhalte in möglichst vielen Sprachen zur Verfügung zu stellen. Hilf mit, unsere gemeinnützige Mission zu unterstützen, indem du auf unserem Patreon spendest. Und vergiss nicht, diesen Kanal zu abonnieren.